Hi Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video ganz, ganz viele Infos zum Chapter 4 Season 2 Start eventuell auch schon und natürlich Kid Roy Konzert. Einfach viele Sachen, die ich euch heute ansprechen möchte. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zwar mit der ersten Sache, ganz normal. Die erste Sache ist natürlich das Kid Roy Konzert, wie schon in vielen Tagen jetzt in vielen Videos auch angesprochen. Findet ihr auch ganz, ganz viel auf YouTube. Und zwar, Leute, das Kid Roy Konzert. Wann findet es denn jetzt nun statt? Heute ist der 27. Da habe ich auch, ich glaube, Anfang der Woche oder so. Oder am Wochenende habe ich ein Video hochgeladen, wo ich euch das ganz genau erzählt habe, wann und wie und was. Also allgemein alle Daten zum Kid Leroy Konzert. Und auch heute sind die Kid Leroy Sachen am Freitag. Heute sind auch die Kid Leroy Sachen in den Shop gekommen. Bedeutet, ihr könnt euch im Shop, ich blende es euch hier ein, die Kid Leroy Sachen kaufen. Ich habe mir schon die Hintergrundmusik gekauft, also Lobby-Hintergrundmusik ist von Stay, also Stay der Song. Dann gibt es die Skins und alles, Ladescreen und so weiter und so fort. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen über Kid Leroy, die ihr euch im Shop erwerben könnt für Rebucks. Abgesehen von den Sachen, die im Shop sind, was mit Kid Leroy zu tun hat, kriegen wir heute Abend. Ich werde mal hier kurz reingehen und die Gegner versuchen zu töten. Okay, nee, auf jeden Fall geht heute Abend das Konzert los. Die Sachen sind schon im Itemshop, wie eben gesagt. Und heute Abend, beziehungsweise was heißt heute Abend, ist schon Nacht, am 28. 0 Uhr. Also heute am Freitag 0 Uhr ist jetzt dann natürlich schon Samstag, aber diese Nacht 0 Uhr geht das Konzert los. Das geht ein bisschen, werden seine neuen und ein paar Songs von ihm vorgestellt, neue und ein paar alte. Und auf jeden Fall Songs, 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 habe ich richtig Bock drauf. Freunde, zusätzlich kriegt ihr kleine Info, das ist jetzt kurz im Cut gewesen, da ihr eine neue Info hörst, wenn ihr jetzt heute Nacht in dieses Kid Leroy Konzert reingeht, ne? Heute Nacht, wie gesagt, 0 Uhr geht's los, also ihr habt's gerade schon gehört, das geht bis 12 Uhr, ne? Also wenn ihr von 0 Uhr nachts bis am nächsten Mittag 12 Uhr euch einloggt, also bis zum 28. 12 Uhr, mittags kriegt ihr diese Lackierung ab dem 3.2. kostenlos auf eure Konten. Das bedeutet, loggt euch einfach ein, geht in dieses Konzert rein und dann kriegt ihr ab dem 3.2. natürlich diese Lackierung, Waffenlackierung gratis. Vielleicht auch erst am 5.2. muss natürlich auf jeden Konto, auf jedes Konto überschrieben werden. Wollte ich euch sagen und jetzt viel, viel Spaß mit dem Video. Ha? Also da auf dieses Konzert habe ich richtig Bock drauf. Ich werde das höchstwahrscheinlich auch streamen. Also da bleibt ihr hier auf dem Kanal natürlich auf dem Laufenden. Da kriegt ihr so ein kleines Infovideo von mir, wo ihr auch wisst, dass ich streame und so weiter und so fort. Aber darum soll es gar nicht gehen. Das Konzert heute Nacht 0 Uhr. Aber für die Leute, die sich jetzt denken, hey, das ist heute Nacht um 0 Uhr. Und danach kann ich das nicht mehr anschauen, beziehungsweise danach ist es halt einfach weg. Nein, das ist noch, wenn ich jetzt richtig geschaut habe, bis zum 20. April oder so, also bis Mitte April, ich blende es euch hier ein, das genaue Datum ist es auf jeden Fall noch verfügbar. Bis zu diesem Datum könnt ihr das dann immer noch in Creative spielen, also auf jeden Fall bis Mitte April. Heißt, ihr habt ab heute 0 Uhr bis Mitte April Zeit, dieses Konzert hier in Fortnite zu spielen, also über Monate. Also ich denke, da wird jeder mal geschaut haben. Wow! Okay. Oh, hier ist eine Donnerschrotflinte. Perfekt. Hier ist sehr, sehr guter Loot, wie ihr seht. Und ja, ganz genau, ihr könnt es euch, wie gesagt, überall und die ganze Zeit noch bis Mitte April reinschallern. Also ist natürlich ein Creative und habt halt echt lange Zeit. Also ich denke, da wird es wirklich jeder gesehen haben. Ne? Das sind noch Monate, die ihr dafür Zeit habt. Das war es aber nicht gewesen. Das war so alles zum Kid Leroy Konzert, Cosmetics im Shop und so weiter. Das Konzert bis jetzt Mitte April. Es ist da. Aber Leute, es geht natürlich auch weiter, was Storymäßiges. Und zwar sehen wir auf der Starterinsel. Ich blende euch hier mal die Bilder ein. Auf der Startinsel, also ich habe sie irgendwie nicht gesehen, ich bin euch da ehrlich. Liegt vielleicht auch daran, weil ich vorher noch Performance-Mode anhatte. Aber ich habe das, um was es geht, nicht gesehen. Und zwar gibt es an zwei Stellen in der Starter-Lobby, ne, also bevor die Runde startet, auf der Pre-Insel, also die man jetzt hier nicht sieht, wo man mit dem Bus losfliegt, gab es im Himmel so 7 Sterne in einer Kreisform nebeneinander. Da könnte man jetzt an die Rückkehr der 7 denken, ne, die 7, die Guten hier in Fortnite, könnte man daran denken, dass es damit was zu tun hatte. Aber es gab schon oft so Lichtfehler, wo man sich sehr, sehr viele verschiedene Sachen halt vorgestellt hat. Und bestätigt wurde nichts, wie gesagt. Und Theorien gibt es natürlich schon haufenweise. Aber ihr müsst wissen, es gab diesen Kreis mit 7 Sternen nicht nur einmal. Den gab es zweimal. Das könnte natürlich auch sein, dass Fortnite da irgendwas ein paar Sterne mehr machen wollte. Und das ist halt so ein Texturenfehler oder Ladefehler. Oder das Ganze hat wirklich was mit den 7 zu tun, was dann nicht so viel Sinn ergibt, weil es gab ja 2 Kreise mit jeweils 7. Das bedeutet, es sind insgesamt 14. Also, was es damit auf sich hat. Okay, warte mal.
Okay, er ist hier drinnen. Wir werden mal hier reingehen. Und ja, genau so ist das einfach, damit ihr mal Bescheid wisst. Geländetauglich. Gutes Perk ist underrated, ne? Wo ihr Kuhfänge und Reifen bekommt, könnt ihr alles umfahren. Vor allem in Endgame finde ich das auch gut, weil die Leute können auch nicht dagegen bauen. Und ja, so müsst ihr halt wissen, ist diese ganze Sache, dass das natürlich in dem Himmel ist. Ich habe euch auch die Bilder eingeblendet. Und was es jetzt halt auf sich hat, weiß man nicht. Viele denken halt, die 7 ergibt halt nicht so extrem viel Sinn, ne? Wäre nur ein Kreis da, würde ich es vielleicht verstehen. Aber das sind 2 Kreise. Und natürlich könnte das auch einfach ein Texturfehler sein. Sobald man dann natürlich mehr weiß, kriegt ihr das hier auf meinem Kanal mit. Bedeutet, sobald wir davon mehr wissen, kriegst du das hier mit. Deswegen würde ich mich über ein Abo freuen, ne? Ist kostenlos und natürlich auch eventuell über ein Like. Wir bauen uns mal hier ein. Und nehmen die Flagge ein. Ja, das waren diese 7 Sterne, beziehungsweise 14 Sterne genau genommen. Aber das war es ja nicht gewesen. Ihr kennt hier unten, ne, neben, also beziehungsweise oben, wenn ich hier gucke, ey, warum editiere ich? Ich muss so gucken. Ihr seht hier die Zitadelle und die Zitadelle, daneben ist ja auch noch so eine kleine Burg. Die Burg ist halt da, neben der Zitadelle, also nicht die Hauptburg, sondern daneben. Hier ist das, oh Mann, da, um ganz genau zu sein. Und dort ist ja eine Burg, wo da oben dieses Riftgate, dieses Rift, da ist dieses Portal, dieses runde Portal, was gebaut werden sollte, ist auch hier eingeblendet. Wir hatten jetzt seit dem Chapter 4 gestartet, ist eine erste Phase. Diese erste Phase hatten wir über einige Wochen, dass wir da den Plan hatten und schon ein bisschen Werkzeuge. Aber es war halt noch nichts gebaut. Es war noch nichts gebaut. Dann haben wir von Fortnite jetzt die letzte Zeit, also natürlich die Monate, die ganzen Wochen war das dann nun mal so, dass da noch nichts gebaut war. Dann haben wir jetzt vor ungefähr roundabout 2 Wochen haben wir dann tatsächlich ein Update bekommen, wo eine weitere Stufe aktiviert wurde. Also das war die 2. Stufe. Erste Stufe war jetzt sehr, sehr viele Wochen. Die 2. Stufe war dann natürlich nicht so lang. Wir nehmen halt den Charlies Schatz mit, finde ich, muss ich auch sagen, sehr, sehr overpowered. Denn ihr müsst wissen, dieser Schatz, Leute, der kriegst du 2 oder 3 goldene Waffen, Munition und Heal und so weiter. Und ja, ganz genau kommen wir zurück zu den Rift Gate. Und ihr müsst halt einfach wissen, dass das von Chapter 4 Start jetzt einige Wochen bis vor 2 Wochen, also wirklich einige Wochen, war das jetzt natürlich so, dass da nur Pläne lagen und Werkzeug da waren. Jetzt vor ungefähr 2 Wochen kam die erste Stufe und zwar wurde das untere Teil des Riftgate Projekts gebaut, also das untere Teil. Und jetzt am Mittwoch diese Woche, heute ist Freitag, wo ihr das Video online bekommt, und am Mittwoch diese Woche, Leute, war das natürlich so, dass wir kein Update bekommen haben. Das Content-Update kam ja am Dienstag und am Mittwoch, einfach am Mittwoch, kam einfach random, also keiner hatte davon was gewusst, kam halt einfach ganz genau eine weitere Stufe, also die 3. Stufe, nach einer Woche direkt dann schon wieder eine weitere Stufe. Und zwar ist jetzt neben diesem Projekt ein Kran, der schon ein weiteres Teil hält, was an dieses Portal dran gemacht wird. Das heißt, es baut sich jetzt wochenweise so, wenn es natürlich in diesem Rahmen bleibt, baut sich das wochenweise auf. Ihr müsst halt wissen, ich finde es sehr, sehr geil, denn dieses Portal wird höchstwahrscheinlich eine Einleitung zu Chapter 4 Season 2 sein. Bedeutet also, Season 2 können wir damit mehr rechnen, dass wir damit auf jeden Fall mehr haben, vielleicht sogar ein Live-Event. Und ja, solltet ihr wissen, dass diese 3. Stufe jetzt aktiv in-game ist, bedeutet, dass wir jetzt schon echt weit sind und das wird jetzt, wenn es so bleibt, natürlich wochenmäßig aktiviert. Da vorne ist ein Gegner. Wir haben diese Charlies Schatzkarte. Ich finde die echt gut, ne? Also es gibt Perks wirklich, die echt gut sind. Die grabt ihr dann halt aus. Die Kiste ist wie in Chapter 1 Season 8. Dann grabt ihr die aus und könnt die öffnen. Und ihr seht natürlich, wenn ihr mit einem Squad seid, ist hier viel mehr drin. Aber ich finde, den Loot, den wir hier haben, der ist auch schon gigantisch. Also eigentlich ganz, ganz gut. Jetzt gilt es nur noch, die Runde zu gewinnen. Da hinten landet einmal dieses Deku-Smash. Da oben war das Rift, welches zufällige Sachen auf die Map spawnt. Und natürlich eine weitere Sache, Leute, ist ganz, ganz wichtig. Es gab mal einen Fehler, gab es diesen NPC hier in Fortnite, diesen Eismann. Dieser Eismann war dafür da, dass die Leute den killen konnten, beziehungsweise einfach durch diese Mini-Live-Events, die auf der Map passieren, konnte halt dieser Eismann spawnen. Und wenn ihr den getötet habt, habt ihr aus Chapter 3 das Ranger-Sturmgewehr bekommen. Und das war die seltenste Waffe in Game und gab es halt dementsprechend nur einmal, wenn sie es überhaupt mal in der Runde gab, weil ihr musstet ja Glück haben, dass überhaupt dieses Event spawnt. Und jetzt hat Fortnite sich dazu entschlossen, beziehungsweise dieses Item ist jetzt aus dem Game genommen. Das heißt, wenn ihr jetzt Glück habt und diesen Eismann findet, den gibt es noch, findet ihr jetzt kein graues Ranger-Sturmgewehr mehr, sondern eine graue Scar. Weil Fortnite hat ja dann selber gemerkt, yo, das ist ja eigentlich dumm,
weil das ist ja eine Waffe aus Chapter 3 und das war auch unbeabsichtigt. Deswegen ist das Ganze so. Ich wurde gerade gelasert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr was trinkt. Und dann einfach extrem gelasert werdet und ihr könnt ja nicht so instant reagieren, sonst müsstet ihr die Flasche oder sowas umschmeißen. Das war jetzt kacke, aber Leute, den versuchen wir natürlich zu kriegen. Er war irgendwo dort hinten ganz genau. Ist er dort hinter das Ding? Nee. Irgendwo von da hinten wurde ich extrem gelasert. In dem Busch, ne, es gibt ja auch die Buschgranate seit Dienstag, ja. Und da seht ihr, ich sehe oft auf der Karte viel mehr Büsche, was halt dafür spricht, dass viele Leute sich als Busch verkleiden, quasi, ne. Oh, perfekt, jetzt komm her. Ja, und ich finde dieses Gelände tauglich. Vielleicht werde ich das in dieser Runde wieder gut spielen können. Also es gibt Runden, da kann man es gut spielen. Da gibt es Runden, wo die Leute dagegen gut spielen können. Aber ich finde dieses Gelände tauglich, wo ihr Reifen habt und ihr könnt halt überall durchfahren. Wirklich überall. Durch jeden Fight im Endgame ist es sehr, sehr krass, weil ihr wisst, die können gar nicht so weit weg sein. Und es ist halt krank, ne? Natürlich, das war jetzt vielleicht gar nicht so schlau gemacht. Ja, dann ist das Chapter 4, die Season 1, natürlich jetzt auch schon ein bisschen draußen. Und ich hätte gerne mal eure Meinung gewusst. Also ich finde dieses Chapter echt mal wieder richtig krass. Also bockt auf, oh, jetzt kriegt er mich bestimmt. Dass wir also ich finde das Chapter und die Season vom Thema richtig geil. Ich finde die Map geil, ich finde die Story bis jetzt geil. Also ich finde, ich kann jetzt nur eigentlich positive Dinge dazu sagen. Okay, ich wurde gerade extra gekillt. Und wenn ich jetzt in die Lobby komme, hört ihr die Stay-Musik. Und hier seht ihr natürlich die Kid Leroy-Pakete, die ihr sehen könnt. Ist im Shop erhältlich jetzt. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich habe euch versucht, viele Infos zu geben. Natürlich auch zu Kid Leroy, welcher heute erscheinen wird. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir eine positive Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.